Hallo zusammen, ich habe wieder das Thema Parallelschaltung, Belasten und Entlasten dieser Batterien. Wir kommen hier vom Ladegerät, Meanwell-Ladegerät, mache ich euch einen Link oben, und wir kommen hier auf diese Batterien, also hier drauf und hier drauf. Abnehmen könnt ihr dann auch zum Beispiel den Kühlschrank oder Kühlbox und sonst was von hier. Und dann haben wir eine Verbindung, die ist jetzt auch wieder lang, aber ist vom gleichen Test wie letztes Mal, von hier zu hier. Aber wichtig ist immer übers Kreuz laden, auch übers Kreuz belasten. Eine Ausnahme ist hier der Wechselrichter. Wir gehen auch hier vom Wechselrichter hier drauf und hier drauf, 2x16 Quadrat. Man könnte jetzt auch mit einem 35 Quadrat hier drauf fahren, aber dann muss diese Leitung, die Verbindungsleiter, stärker sein, weil hier fließen ja dann so die 80 Ampere, wenn ich diesen 2,5 Kilowatt Wechselrichter belaste. Auch hier diese zwei Leitungen von Wechselrichter, die gehen hier hin. Wir haben hier das App und das Schöne gegen zum Beispiel der letzte Test, da mache ich auch einen Link hier, ich habe das App und hier kann ich zwei Batterien, drei kann ich ins App einwählen und dann sehe ich hier den Zustand dieser Batterien. Und dann hier ist dann die Ladung. Das heißt, wenn ich jetzt die Ladung einschalte, dann sehe ich hier, die eine Batterie lädt mit 19,8 Volt und die andere Batterie Volt, Ampere, und die andere mit 19,4. Also es wechselt immer von der einen Batterie zur anderen. Die werden also schön gleichmäßig geladen. Auch hier habe ich 56%, 57%, das wechselt dann. Auch wenn ich hier rausgehe aus dem App und ich gehe wieder rein, dann kommen, jetzt geht ein Moment, dann nimmt er wieder die zwei Batterien. Also ich muss die Batterien nicht jedes Mal anwählen. Und hier wechselt einfach die Anzeige von der einen Batterie zur anderen Batterie. Jetzt ist fast gleich groß geladen. Und hier habe ich 19,4 Ampere und da 18,2 Ampere. Ja, so sehe ich beide Batterien auf einen Blick. Wenn ich jetzt beim Ladegerät wieder ausziehe und ich bewechsle hier den Wechselrichter mit 2000 Watt, dann geht hier der Strom hoch auf 78, 76, 78 Ampere, die hier rausfließen. Und wenn ich noch einen zweiten Föhn anhänge, hier habe ich jetzt also Belastung 2500 Watt. Ja, er geht natürlich ein bisschen in die Knie. So ziehe ich auch hier 70 Ampere aus der Batterie raus. Was wir hier sehen, ist die Temperatur auch der Batterie. Wir haben hier 25 Grad. Ich stelle die Heizungen hier wieder ab. Oder die Föhns. Wir haben hier 25 Grad. Ich habe den letzten Test gemacht mit einer Liontron-Batterie, die 100 Ampere, also identische Batterie. Die Batterie wurde nach einer Stunde Volllast mit 2000 Watt wesentlich wärmer als diese Batterien. Also wesentlich, das waren 3 Grad. Aber sie wurde wärmer. Vermutlich liegt es am Innenwiderstand, die Liontron ist geschraubt und diese ist komplett verlötet. Ich habe ein Video gemacht, wo ihr seht, wie die offen ist, dass alles effektiv innen drin verlötet ist. Bei Liontron gibt es auch Videos, wo man sieht, dass die alles verschraubt sind. Aber eben, die Liontron wurde wärmer, das heißt, sie hatte einen wärmeren
einen größeren Innenwiderstand. Ja, das ist vom Parallelschalten. Ich mache euch hier oben einen Link von der Liontron, die ich genau gleich getestet habe. Dann hier unten ein Video, wo ihr seht, wie so eine Batterie offen aussieht. Hier kommt dann ein Test. Zwei unterschiedliche Batterien, eine Liontron und eine von mir, genau gleich angehängt, genau gleich belastet. Und ich habe noch eine Zuschaueranfrage, nicht so, wie man sollte, sondern unterschiedlich angehängt. Da bringe ich dann wahrscheinlich auch noch ein Video drüber. Und hier könnt ihr mir wieder mal ein Abo dalassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.